Glück auf, Schatz aus dem Schacht, und willkommen zu einem weiteren Video auf dem N7 Nation Channel. Ja, viele Leute werden sich jetzt denken, what the fuck, wer ist das denn und was zum Teufel soll dieses Gameplay im Hintergrund? Bevor ihr jetzt anfangt, eure Tastatur und den Dislike-Button zu vergewaltigen, gebt mir einfach mal kurz die Chance, mich vorzustellen, was ich bei N7 Nation machen werde und vielleicht ein, zwei Worte zu dem Gameplay, was ihr im Hintergrund seht. Ja, ich fange direkt mal mit mir selber an, und zwar, ich heiße Black Imus, ihr könnt mich auch einfach Danny nennen. Ich bin 24 Jahre alt und spiele seit circa 8 Monaten auf der Xbox, also ich habe sozusagen mit Black Ops 2 auch erst angefangen. Ihr werdet euch bestimmt jetzt fragen, was will dieser Typ dann bei N7 Nation, das sind doch eigentlich bloß gute und erfahrene Leute. Ich habe irgendwie einen guten Draht zum Snipen, ich weiß nicht warum, ich habe zumindest das Feedback bekommen, dass ich für die kurze Zeit, wo ich spiele, das ziemlich gut kann, und ja, das ist auch eigentlich der Hauptbestandteil. Also ich habe auch einen eigenen YouTube-Channel, der wird bestimmt unten in der Beschreibung stehen, ihr könnt ja mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Bei mir dreht sich alles eigentlich so um Snipen, und ja, das wird auch wahrscheinlich der Bereich sein, den ich bei N7 Nation abdecken werde. Werde ich aber gleich nochmal genauer drauf eingehen. Wie bin ich eigentlich zu N7 Nation gekommen? Es ist eine ganz komische Geschichte, also eine ganz lustige eigentlich. Und zwar, ich habe damals für meinen eigenen Channel ein Intro gesucht, als jemand, der mir hilft, dabei ein Intro zu erstellen, und ich bin dann über Kontakte irgendwie zu N7 Domenico gekommen. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt richtig ausgesprochen, und an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal viele Grüße und ein fettes Danke, dass du mir geholfen hast. Und so habe ich irgendwie dann den Draht zu N7 Nation gefunden, habe dann die Möglichkeit gehabt, ab und zu mal mit Carver zu schreiben, dann auch mal in dem Teamspeak mit ihm ein bisschen zu quatschen, und ja, wir haben uns lange unterhalten, also ich habe auch viele Fragen gestellt, wenn ich ehrlich bin, weil ich halt da schon sicher gehen wollte, dass das Ganze auch zu mir passt. Wie ich da drauf gekommen bin, mich als Sniper bei N7 Nation zu bewerben: ich habe im Roster gesehen, so wie in dem Channel-Trailer, wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, dass schon immer da ein Bereich für das Sniping ausgelegt war, also dass es immer mit aufgetaucht worden ist. Ich habe dann einfach Carver mal gefragt, wie es aussieht, ob es da in dem Bereich schon was gibt, also ob sie da was machen. Und da meinen sie halt zu mir, es würden gerne, aber sie haben denjenigen noch nicht gefunden, der das Ganze übernehmen könnte, beziehungsweise leiten würde. Und ja, dann habe ich einfach mal eine lange, ausführliche Bewerbung geschrieben, habe natürlich wie jeder andere dann auch etwas länger drauf warten müssen, aber anscheinend ist die Bewerbung ziemlich gut angekommen, also ich hatte dann die Möglichkeit, mich nochmal direkt vorzustellen, habe dann die Möglichkeit gehabt, in die Trail-Phase zu kommen, und die habe ich jetzt eigentlich gut überstanden. Ich muss auch dazu sagen, dass einfach das N7 Nation Team richtig spitze ist, also es ist total familiär, es gefällt mir richtig gut da, und die Leute sind auch alle total locker und lässig drauf. Das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich mich dann dafür entschieden habe zu bleiben, weil es mir halt wie gesagt richtig gut gefällt und ich einfach froh bin, dass ich die Möglichkeit habe, N7 Nation zu joinen. Ich habe am Anfang zu mir noch zwei Punkte vergessen, und zwar, es kann ab und zu mal passieren, dass er mich schlecht versteht. Ich habe so ein bisschen Dialekt, wenn ich jetzt schnell und viel rede. Liegt einfach daran, dass ich aus dem Erzgebirge, also aus Sachsen, komme, und wir haben da so unseren eigenen Slang, würde ich schon fast sagen. Also Hochdeutsch ist dann die erste Fremdsprache. Ja, so schlimm ist es dann eigentlich doch nicht, aber wie gesagt, es gibt halt ab und zu mal ein paar Wörter, die mir einfach rausrutschen, wo ich einfach überhaupt nichts dafür kann, die er wahrscheinlich nicht richtig versteht, aber das macht meistens meine Commentaries auch ziemlich lustig. Zumindest haben das viele Leute gesagt, dass sie mir gerne zuhören. Ich hoffe natürlich, dass es bei euch genauso ist und ja, dass es euch einfach gefällt, so wie ich das Ganze kommentiere. Ja, dann kommen wir mal zu meinen Aufgaben, die ich bei N7 Nation übernehmen werde. Zum einen werde ich auf jeden Fall das Kommentator-Team ein wenig unterstützen, so dass ihr dann auch zukünftig mehr Videos seht. Momentan ist es halt einfach so, dass die Kommentatoren wirklich viel zu tun haben und es einfach zu wenig gibt. Deshalb werde ich in diesem Bereich den Jungs auf jeden Fall ein bisschen unter die Arme greifen. Also werdet ab und zu mal ein Commentary von mir sehen. Natürlich wird nicht im Hintergrund immer nur ein Sniper-Gameplay laufen. Ich werde mir dann ein anderes Gameplay schnappen und dazu kommentieren. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Und ich denke, das dürfte auch in eurem Interesse sein. Aber wie gesagt, meine Hauptaufgabe wird es auf jeden Fall sein, dass ich den Sniper-Bereich abdecke. Und hier geht es dann auch eigentlich los mit meiner Hauptaufgabe, die ich übernehmen werde. Und zwar das Sniper-Team, also die Leitung des Sniper-Teams, natürlich unter der Aufsicht von Carver und den Co-Leadern. Das dürfte natürlich klar sein. Ich werde halt hier versuchen, einige gute Leute zu finden. Natürlich mich dann um Editoren zu kümmern und dann zukünftig um irgendwelche Montagen herauszubringen. Und ja, das ist eigentlich so der Hauptbestandteil, den ich mache. Auch natürlich keine Angst zu haben, dass N7 Nation jetzt irgendwie einen Sniper-Channel oder Face nachmacht oder sonst irgendwas wird. Wir wollen lediglich den Bereich Sniping ein bisschen abdecken. Viele große Clans haben ja den Bereich schon mit drin und ich denke, das dürfte auch für N7 Nation ganz interessant sein, den Bereich jetzt mit reinzunehmen. Ich denke, es gibt einige Leute, die sich dafür interessieren, und dann spricht man natürlich noch ein größeres Publikum an. Und ja, wie gesagt, ich weiß auch, dass es wahrscheinlich nicht allen gefallen wird. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass es uns einfach die Chance gibt, uns zu integrieren in den Clan. Ich denke mal, es wird dann so sein, dass es auf dem
YouTube-Channel von N7Nation, dann verschiedene Playlists gibt, sodass halt jeder das anschauen kann, was er will. Momentan wisst ihr ja, N7Nation ist in einer großen Umstrukturierung, also es wird in vielen Bereichen viel verändert und ja, die Informationen werden halt jetzt nach und nach erstmal kommen. Jetzt wollte ich halt erstmal den Bereich vorstellen, den ich jetzt wahrscheinlich abdecken werde. Jetzt kurz noch was zum Gameplay, und zwar ist es ein 37-4 TDM auf der Map Octane. Also ich finde es eigentlich recht anschaulich. Normalerweise ist es nicht meine Art, auf irgendwelche Gameplays zu gehen, schon gar nicht auf irgendwelche Highscore-Gameplays. Das ist auch nicht meine Aufgabe, sondern ich spiele mehr oder weniger, um irgendwelche Clips, also Feeds zu hitten für die Sniper-Montagen. Also mein Spielstil ist mehr einfach in die Mitte rein und dann versuchen, so viel wie möglich Gegner zu erwischen. Deshalb ist natürlich auch immer das Verhältnis von Route und Abschuss nicht immer das Beste, weil ich halt, wie gesagt, nicht drauf achte, sondern mir geht es halt einfach darum, dass man halt wirklich irgendwelche Clips erwischt. Und das ist natürlich bei Call of Duty Ghosts extrem schwer geworden, das ganze Snipen. Aber es ist dennoch machbar auf jeden Fall. Und bevor jetzt wieder irgendwelche Leute kommen, ist overpowered oder so, probiert es erstmal aus, denn ich finde es wesentlich leichter, mit einer normalen Waffe zu spielen. Natürlich so krasse Gameplays wie 100 Plus oder Double Cam oder keine Ahnung, was es da alles gibt, ist natürlich auch auf jeden Fall richtig krass, so ein Gameplay zu spielen. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie in Frage stellen, aber das Normale, also ich bekomme halt auch oft die Mail, dass ich irgendwie ein Cheater bin oder dass es Snipen einfach zu overpowered ist oder sonst was. Also wie gesagt, das ist nicht der Fall. Ihr könnt euch ja selber davon überzeugen. Ja, das soll es auch eigentlich gewesen sein. Ich will das Ganze auch gar nicht weiter in die Länge ziehen. Ich hoffe halt, wie gesagt, dass er mir einfach die Chance gibt, mich in den N7Nation Clan zu integrieren. Dass er auch den ganzen Sniper-Bereich eine Chance gibt, auch wenn es den einen oder anderen halt nicht so gut gefällt. Und ansonsten soll es das auch gewesen sein. Mir bleibt jetzt bloß um zu sagen, Leute, bleibt geschmeidig, lockerflockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer N7Nation Black Imus. Verbündete Trinity-Rakete im Anflug. Erfolgreich, das war ein guter Tag.